Bei der dritten Challenge müssen wir jetzt dann Mario gleich schon ziemlich stark einschränken. Denn jetzt dann gleich darf er sich nur noch bewegen und ansonsten gar nichts mehr machen. Weder springen, noch rennen, noch sonst irgendwas. Einfach nur noch sich bewegen. Let's go! Für uns als Spieler heißt es, dass wir jetzt dann nur noch das Schiebepad benutzen dürfen. Und ansonsten nichts anderes mehr, weder A noch B noch X, Y, L oder R, irgendwas anderes. Nur Schiebepad dürfen wir benutzen und halt nur so entlang laufen. Genau. Kann auch mal Mario auch hier so ein bisschen dann die Level mal genießen, weil ansonsten springt und rennt er ja nur so durch die Gegend hier. Aber jetzt kann mal ein bisschen auch die Aussicht dann vielleicht genießen. Ist dann quasi kein Jump'n'Run mehr, sondern dann eher ein Walk oder so. Wäre doch auch mal ein interessantes Genre, oder? Super Mario 3D Land, der neueste Walk-Ableger von Mario. Nicht Jump'n'Run, sondern Walk. Ja, ja, ich rede schon wieder Blödsinn, ich weiß. Ich soll vielleicht eher auf die Challenge konzentrieren, aber bisher ist noch alles machbar, wie ihr sehen könnt. Aber jetzt dann gleich kommt schon eine Stelle, die etwas fies ist oder, um nicht zu sagen, unmöglich. So, denn tatsächlich kommt jetzt dann Mario hier nicht nach oben, ohne zu springen. Was echt ärgerlich ist und doof. Aber es gibt da tatsächlich jetzt auf diese Weise zumindest nicht wirklich eine Möglichkeit, da nach oben zu kommen. Man kann auch irgendwie probieren, da auch ein bisschen Schwung sich mitzunehmen von der Plattform und dann irgendwie versuchen, da hochzukommen. Aber wenn man wirklich nur das Schiebepad benutzen darf, habe ich da keine Möglichkeit gefunden, dort irgendwie nach oben zu kommen, jetzt auf diese Art und Weise. Deswegen müssen wir das dann leider sein lassen. So, habe ich aber jetzt auch so ein bisschen mit Absicht gemacht, dass man halt da mal auch vielleicht so den Denkprozess da während dieser Challenge mal bemerkt, da man halt zuerst den normalen Weg quasi entlang geht und man dann bemerkt, oh, das geht nicht, also muss mir irgendwas anderes einfallen lassen. So, und dieses andere ist etwas ziemlich Fieses, was ich auch lange Zeit selber gar nicht wusste und was ich dann mal zufällig irgendwann herausgefunden habe, denn tatsächlich ist es so, dass hier unten, yay, dass hier unten ein Bonusraum versteckt ist. Genau. Und um dann diese Challenge hier zu schaffen, da man halt auf dem eigentlichen Weg das nicht hinkriegen kann, um die Challenge hier zu schaffen, muss man auch über diesen Bonusraum Bescheid wissen. Denn ich werde hier wieder nach dieser Stelle von gerade eben rausgelassen. Also direkt unter uns befindet sich jetzt diese Pfeilplattform da, wo wir halt gerade eben nicht hochkamen. Und deswegen, um diese Challenge halt wirklich dann erfolgreich meistern zu können, muss man über diesen Bonusraum Bescheid wissen, was dann auch schon ein bisschen den Schwierigkeitsgrad der Challenge allein dadurch erhöht, da halt nicht jeder diesen Bonusraum überhaupt kennt, weil er halt auch ziemlich fies versteckt ist. Man muss ihn aber kennen, weil man es ansonsten gar nicht schaffen kann. So, jetzt kann ich hier auch diesen oberen Weg nehmen, aber ich glaube, der rechte ist auf jeden Fall einfacher. Vielleicht geht der obere auch, vielleicht geht er aber auch gar nicht, da bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall bin ich mir relativ sicher, dass jetzt der rechte Weg, den ich gerade hier entlang laufe, dass der schon funktionieren dürfte. Werden wir es dann gleich schon sehen. Sollen wir schon entlang laufen und dann mich einfach gleich fallen lassen? Hui! Bam! Das muss wehgetan haben. So, und gestern gleich, am Ende kommt noch eine auch ein bisschen fiesere Stelle, die aber eigentlich auch, wenn man sich ein bisschen überlegt, dann auch kein Problem darstellen sollte. Denn wenn ich jetzt dann gleich hier einfach nach unten laufe, werde ich nicht ganz zur Fahnenstange hinkommen. Ich werde dann halt nur da unten stehen bleiben und ich müsste dann, weil ich halt nur an diesem Sockel quasi dran bin, um dann zur Fahnenstange hinzukommen, ich müsste dann dafür nochmal springen, aber das darf ich ja nicht. Denn ich muss jetzt dann gleich die Parapünktchen ausnutzen und halt dann im Fallen auf den landen und dann noch einmal von ihnen wegspringen, ohne aber einen Knopf zu drücken. Und dann werde ich genau bei der Fahnenstange landen. So. Yay. Ziemlich cool. Wahoo! Also ja, da waren jetzt auch schon dann zwei so kleine Kniffe dabei. Einerseits eben das am Ende, was aber echt nicht schwierig ist. Und dann noch, was ein bisschen schon schwieriger ist, ist halt die Tatsache, dass man überhaupt diesen Bonusraum kennen muss. Denn wenn man ihn nicht kennt, hat man, soweit ich weiß, keine Chance, die Challenge abzuschließen. Deswegen ist dann sogar das eigentlich sogar eher die Schwierigkeit, dass ich halt auch ein bisschen auskennen muss und auch ein bisschen erkunden muss. Was wird auch häufiger mal so sein, dass man bei Challenges halt nicht nur Jump-Run-Skills oder auch Walk-Skills braucht oder so, sondern dass man vielleicht auch mal die Level ein bisschen erkunden muss und halt auch so ein paar Geheimnisse vielleicht wissen muss, um die eben dann auch abschließen zu können. Okay, gut, und dann war es ja auch schon wieder mit den ersten drei Challenges, die wir jetzt dann schon hier erfolgreich abschließen konnten. Sehr gut. Und dann morgen wird es eben im Let's Play weitergehen mit den nächsten drei Leveln, genauer gesagt dann eben mit Welt 1-4, dann auch noch dem Schloss von Welt 1 auch schon, und dann kann man auch schon mit der zweiten Welt anfangen und dann dort eben mit dem ersten Level. Und es sei da übrigens gesagt, dass dann die nächsten drei Challenges schon um einiges schwieriger werden als die ersten drei. Jetzt, weil die ersten drei, die wir jetzt heute oder auch gestern im Let's Play hatten, die waren ja wirklich noch relativ machbar. Und da war jetzt keine einzige dabei, die jetzt wirklich sauschwer war. Und auch beim nächsten Mal wird jetzt nicht diese eine Challenge dabei sein, wo ich jetzt so 100 Jahre dafür brauche oder so. Aber trotzdem wird der durchschnittliche Schwierigkeitsgrad von den nächsten drei Challenges wirklich deutlich höher schon sein, als jetzt dann der von den ersten drei. Weil sowohl 1-4, als auch ein Schloss, als auch 2-1 haben alle auf jeden Fall ein paar mehr Kniffe, die man dann eventuell hinkriegen muss bei den Challenges. Deswegen wird nicht einfach werden, aber ich freue mich schon trotzdem drauf, da wir jetzt halt wie gesagt etwas einfacher hatten und ich eigentlich die schwierigen eher cool finde. Deswegen freue mich dann schon auf die nächsten drei Challenges, die ich dann morgen euch vorstellen werde und übermorgen dann in den im letzten Challenge wieder mit euch spielen werde. Okay. So, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.